Ja, wie ihr seht, jede Menge Historie um uns hier herum. Ecke Schimpf hat uns eingeladen, mal wieder vorbeizukommen auf einen Café, und der hat auch noch einen Gast eingeladen, und das ist Kurt Ahrens. Und das gibt, glaube ich, ganz tolle Gespräche, wo wir mal ein bisschen lauschen können, was die zwei so zu erzählen haben aus alten Zeiten. Ecke Schimpf und Kurt Ahrens. Viel Spaß dabei. Ganz lockere Geschichte, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, das, also muss ehrlich sagen, das hat was. Du musst nur jetzt auch, wenn wir noch andere Termine mal haben, du musst ja natürlich bei der Richtung, musst du in etwa bleiben. Ja? Mhm. Da sind ja so manche, wo du dann sagst, da war ich nicht oder so. Ja? Ja. Dass du dir das nun auch annimmst und sagst, jawohl. Ja, ja, das ist ja, jawohl. Ich kann nicht nur sagen, Ecki, du weißt es besser wie ich, kann ich nur sagen. Es, ja, Ecki, nee, vergiss mal nicht, das sind über 50 Jahre. Ja, na sicher, wem sagst du das? Verstehst du, da kann man nicht mehr alles wissen. Nein, das sollst du auch nicht. Aber sagen wir mal, was da jetzt drinsteht? Was da drinsteht, ist korrekt. Ich habe das nur mit Leni noch mit der Trennung und so. Ja, wunderbar. Eins habe ich noch, ist mir eingefallen, bei dem Tod von Toni Fischer. Aber. Mhm. Da warst du wahrscheinlich auch mit Hallo, wie geht's in Essen? Ja, ja. Da hat der Rainer Braun gefragt, mit wem haben Sie das erste Nürburgring-Rennen gefahren? Mit dir, ja, ja. Aber mit das, dem Zagato. Nee, mit dem BMW 700. Das war das, was ich sagen wollte. Wer was? Toni und ich, wir sind beide 500 Kilometer. 500? Nee, ja. Nee, du nicht mehr. Warum erzählst du so eine Sache? Weißt du, was du gefahren hast mit dem Fisch? Du bist das 1000 Kilometer Rennen 1972, 62 mit seinem Alfa Zagato gefahren. Und ich weiß auch noch, dass du der Vater, hast gesagt, hier Vater, musst du sogar unterschreiben, wenn das Auto kaputt ist, dass du es bezahlst. Ja, mein Vater hatte ja auch einen Zagato gehabt. Der später. Hatte ja den auch. Den roten, ne? Der ist ja dann kaputt gegangen, wie wir zum 1000 Kilometer Rennen fuhren, weißt du das noch? Ja, ja. 59 und wir waren alle, und das Auto ist kaputt. Da hatte der Mechaniker von Friedrichs, so hieß diese Firma, diese Klitsche. Auch wie wir da bei dem Wachs waren, da oben, weißt du, der hatte so oben. Wusstest du überhaupt, dass der Wachs der größte Spion war, ja, ja, vom Osten? Ja, klar. Der hat mit einem getarnten Mercedes hier Leute, die in der DDR oder gesucht wurden, mit vorgehaltener Pistole gezwungen, in den Kofferraum zu steigen. Ja, ja, klar. Und der hat unsere Autos getunt, das musst du dir mal vorstellen. Der haute ja dann irgendwann ab. Ja, der hat Motorboote gemacht später im Osten oder im weit weg. Weiß ich nicht, was der da... Werde ich nie vergessen, der Wachs. Mit vorgehaltener Pistole hat er die Leute gezwungen einzusteigen und ist dann natürlich über die Grenze. Also. Naja, also ich habe gerade, ich wollte ja mit dieser GAUK-Behörde, heute heißt das ja Bundeszentrale für die Aufklärung, ich habe gerade vor 2 Tagen dahin geschrieben. Ich wollte noch mal in meine Akten gucken. Das fängt ja schon an, diese Akten. Jetzt ist wieder was Neues dazugekommen, wo sie wieder Blätter zusammengefügt haben. Sie wollten ja ich das mit deinem Vater nach Schleiz fuhren. Ja. Ja? Das haben die alles aufgeschrieben. Mein Siegfried, der Schwiegervater hat es verlangt. Und da steht drin, dass sie meine Frau im Cabrio verfolgt haben bis zur tschechischen Grenze. Ja. Dann stand drin, keine besonderen Vorkommnisse, wir brechen ab. Musst du dir mal vorstellen. Ja, ja. Und Siegfried haben sie fotografiert vor der Garage mit der Tasche. Unglaublich. Ja, also das ist... Und trotzdem haben sie... Kannst du dich übrigens noch erinnern, wo wir von der Avus zurückgefahren sind mit dem Alfa Romeo mit 3 Mann und einer musste aussteigen? Klaus Hetzel, ja, ja. Einer sollte aussteigen, und waren 2 Sitzer. Da ist herrlich. Folgendes passiert auf der Hinfahrt. Da sind wir übrigens zu Wachs gefahren, zur Durchsicht, ja. Ventile einstellen, so ein Scheiß. Ja. Und vor Berlin, es war ein großes Schild, geradeaus demokratischer Sektor. Links... selbstständige Staateneinheiten. Da haben wir gesagt, wir fahren natürlich zum demokratischen Sektor. Und das war falsch. Das war, haben sie uns angehalten. Warst du das noch? Ja, ja, ich weiß es ja. Na, Gott sei Dank alles vorbei. Und dann zu dritt im Auto, was gar nicht ging. Ja, was nicht erlaubt war, weil es ein Zweisitzer war. Naja, alles vergessen.
dass man das überhaupt gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Quatsch. Ja? Mhm. Aber naja, so ist das. So ist das Leben. Mal ganz kurz, wegen der Vorstellung von dem Buch. Es ist ja noch lange, lange hin. Wer weiß, was alles politisch kommt. Ja, gut, natürlich. Aber eins muss ich dir sagen. Wir haben hier in Braunschweig einen Mann, der ist im Artmax. Der hat schon den großen Saal reserviert. Ja, der möchte unbedingt in Braunschweig die Vorstellung haben. Also nicht nur die Vorstellung original, sondern er möchte dort ein Meeting haben. Da, wo Porsche immer die Autos präsentiert. Dann kannst du doch hingehen. Ach, naja, da. Aber das ist, Kurt, weißt du was? Die wollen das machen, weil die kriegen über 100 Leute zusammen durch den Porsche Club. Ja, das können sie doch machen. Ja. Weißt du, was ich äußere mich dazu. Alf hat das ja auf den Punkt gebracht. Ich äußere mich nicht dazu. Pass auf, Alf hat das auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, das Hauptkontingent wird Internet verkauft. Ja. Follower hier, Follower da. Ich werde auch auf meinem Profil im Internet oben, wo der Porsche 925, da kommt eine kleine Information mit ISBN-Nummer und so weiter. Ja, ja. Und dann will natürlich die AWUS, der AWUS Club Berlin, will auch. Stuttgart, Baden-Württembergischer Automobilclub hat mich schon angehauen. Ja, da gehst du tingelst rum, du bist da jeden Tag unterwegs. Von wegen. Und jetzt das Buch hoch. Ja, ja, von wegen. Nee, nee. Ach ja, Ergi. Das war. Ich habe vorher. Muss man sehen. Aber der wollte da also den Film Le Mans zeigen oder irgend sowas, hat er mir der Platzek erzählt. Kann ich mich nicht erinnern. In dem Kino. Ach so. Das ist kein Kino. Das ist die was das meinst du denn? Im Zuckerhaus, wenn ich da richtig informiert bin. Ach, im Zuckerhaus? Ja. Das ist doch Artmax. Stefan Körber da. Ja, Zuckerhaus. Da wollen da wollt ihr das machen? Da soll eine Präsentation, also so eine Vorstellung von dem Buch gemacht werden. Da kommen 150 Leute da, die haben die schon von Hillesheim bis Hannover und weiß der Kuckuck was. Und der hat schon gesagt, ich reserviere euch den großen Saal hier und dann könnt ihr das machen und so weiter. Ja. Ich meine, das ist nicht mehr so wie früher. Ja? Nein. Es ist heute diese Internetsache. Aber ich sehe da hier von dem AWUS 100 Buch. Der ist ja jetzt auch, fahren die Berliner wieder nach Einbeck mit zwei Omnibussen zur Besichtigung. Mhm. Die haben in Berlin im AWUS Club gesagt, wer möchte, kann für 20 Euro mitfahren. Ja. Und dann fahren die nach Einbeck in das Museum da. Und da sind ja, glaube ich, auch neue Autos gekommen oder irgendwas soll da neu sein. Also deswegen habe ich dich ja gefragt, hast du dein Jägermeister-Auto abgezogen? Nee. Deine Maschine steht doch auch hier. Ja, beide steht da. Mhm. Nee, die Rennmaschine steht in Einbeck, die silberne Kuhnke, die ja 49 auf der AWUS gewonnen hat. Und Kinder, ich habe irgendwie einen Porsche mal. Ich weiß nicht, normalerweise kaufe ich mir immer so seinem Jagdbastillen und sowas. Soll ich das sicherheitshalber nochmal holen? Sonst müsst ihr schneiden. Die haben doch die Möglichkeit, mal, ne? Alles gut. Und Räusper ist menschlich. Genau. Und schneiden können wir auch. Das kann der Marco immer noch. Bin ich jetzt hier festgekabelt, oder? Nein. Ich wollte mir nur noch eine Cola holen. Nee, was das Buch betrifft, das machen wir denn. Genau. Boni will in Oschersleben in seinem Jockey-Kleinthaus auch eine Vorstellung machen. Im Rahmen einer Veranstaltung, Ecki. Muss man mal sehen. Sagen wir mal. Aber wer schreibt denn zum Beispiel die Leute an, wie Körbs und so weiter? Das sind ja alles sehr gute Leute, die auch. Ja, das machen wir denn schon. Oder Gregor Messer und die ganzen Nacht, der aus der Schweiz, überall fragen sie jetzt schon an. Das macht denn der Verlag? Der spricht die alle an, die wissen alle Bescheid. Die haben so ein. Wir haben so einen Adressenpool und da kommt der und der und der und der, Automotoren, Sport und was es alles gibt. Und die machen das. Ich sag mal, das ist. Marco, drei Autos haben sie im gezeigt: zwei Formelwagen, der Lotus 72 oder was das war, von Monte Carlo ist ja mit dabei, der Sportwagen ist mit dabei. Drei Autos haben sie abgebildet, die du morgen mit rüberbringst oder für Sonnabend.
Ja, das sind Fotos vom letzten Jahr. Die haben wir jetzt. Den MC haben wir nicht dabei. Das war aber, glaube ich, eine Aufnahme von Boxen vor. Von Oschersleben stehen. Ja, haben wir im letzten Jahr. Ja. Wo liest du denn das immer? Sitzen den ganzen Tag vor dem Bildschirm. Ja, was willst du denn machen, hör mal? Ne, ein schönes Foto von drei Autos kommen, angedeutet, morgen. Mein Sohn hat schon gesagt, vielleicht fahren wir mal rüber. Ach ja. Ja, was wir sehen. Dann herzlich willkommen. 5 Euro Eintritt. 5 Euro Eintritt gibt es, weil die haben es öffentlich gemacht. Ja, die, morgen? Ja, ja. 5 Euro Eintritt? Naja, für uns nicht, wir haben ja die VIP-Karte. Wir kassieren dann ab vorne. Wollen wir hier dieses Zeug wegnehmen? Es ist ja alles so ungeordnet hier. Ja? Wichtig ist, dass der Jägermeisterwagen draufsteht hier. Macht es bunt. Das ist so schade, dass die Jägermeister-Livery nicht mehr mach stattfinden mal. Darf, ne? Oder? Lass mal, ich mache jetzt mal meinen Knopf ins Ohr. Ja, das ist... Hast du eigentlich auch so ein Ding? Nee, das habe ich schon beim Rennen niemals getragen früher. Nee, hier so ein kleines Hörding. Brauche ich noch nicht. Meine Frau, die schreit immer rum, du. Weißt du eigentlich, wie lange wir uns kennen? Ich vermute mal über 60 Jahre, ja, Eddie. Ja, es sind 65, ja. Typisch, du weißt 65 es. Jahre, ne? Also... Ich verdanke dir ja eine ganze Menge. Also ohne dich wäre ja Motorsport für mich kaum möglich gewesen. Ja. Und du wolltest ja zuerst Speedway-Fahrer werden. Ja, Motorsport, Auto mit vier Rädern hatte ich überhaupt nichts im Sinn. Es gab damals einen Speedway-Fahrer in Hamburg, der Eugen Müller. Und das fand ich so geil. Dann habe ich gesagt, das musst du machen. Und dann bin ich immer schon mit dem Fahrrad hier in den Bergen und runtergerodelt und dann quergestellt. Ja, und dann kam mein Vater dann plötzlich mit zwei Autos. Ja, ja, sicher. Jetzt ist schon so eine Sache, Freunde, da müsste ich eigentlich mal einhaken. Egon Müller war sehr viel später. Und weißt du, was deine Vorbilder waren? Die hießen Wack Hoffmeister und so. Uwe Fundin. Kennst du die Namen? Nein. Was? Nein. Die waren zur Zeit deines Vaters. Also wir fangen nochmal neu an, ja? Kurzchen. Egon Müller, das war so in 70er Jahren. Also da hast du eben falschen Gedankenspruch gehabt. Naja, ich sage mal, nicht der Vorbild, aber das, was Egon Müller gemacht hat. Ja, aber später. Aber das damals, wollte ich. Du hast immer gesagt, du wolltest das machen wie Wack Hoffmeister. Das war damals der ja, der, das war einer von den jungen aus Plattling, aus Herxheim. Ihr Buchberger. Seht, ist mit uns ein bisschen schwierig. Ne? Wir fangen jetzt neu an. Kurzchen, ne? Wie lange kennen wir uns eigentlich? Ja, bestimmt über 60 Jahre. Ne? 60. Ich habe es noch mal genau eruiert. Es sind 65 Jahre, dass wir uns irgendwo getroffen haben. Und für mich war das eine Bereicherung, weil ich nur so einen halben Kilometer von dir weg wohnte. Und ich konnte da abends immer mal vorbeischlenzen in diese Werkstatt rein. Ja? Und das war ja wie ein... Das war ja wie ein Heiligtum, ja, da standen Rennwagen, Motoren und ich erinnere mich gut, dass du ja eigentlich erst mal Speedway-Fahrer werden wolltest und zwar aus gutem Grund. Dein Vater war deutscher Sandbahnmeister 1950, ne? Ist er geworden in München. München, ne? Er hatte ja drei Maschinen, 250, 350 und 500. Fuhr in drei Klassen, ne? Muss ja. Man sich mal vorstellen. Ne? Mit dem Stahlschuh damals ja, noch. Ja, mit Stahlschuh. Ne? Und manchmal auch mit dem gebrochenen Bein. Ja, das auch. Mit aber Gipsfuß. Mit Gipsfuß, aber vor dem Rennen hat er den Gips immer alleine abgeschnitten. Da hat sich der Arzt immer geärgert. Ja, muss man sich mal vorstellen. Ja. Links war der Eisenschuhfuß, ja, und der hatte sich das rechten Unterschenkel mal gebrochen. Und der war da also Gips drumherum und damit der Rennarzt nicht irgendwas sagen konnte, hat er denn das weggeschnitten, ja? Also war schon. Ja, es war ja so, dass er, nachdem er Motorrad gefahren ist auf der Aschenbahn in Wien, war ja auch schon die Formel Junior da und dann ist er mit dem Motorrad gefahren und mit dem Rennwagen ist er dann durch die Holzbarriere in die Zuschauer rein.
Also das waren schon abenteuerliche Sachen. Und ich weiß immer noch, unser Monteur, der hat immer in der Werkstatt den Stahlschuh geschweißt. Der musste ja über dem normalen Stiefel passen. Ja, ja, der musste. Mit Lederriemen, den konntest du ja nicht kaufen. Das ging ja gar nicht. War schon gut. Na, Kurt Senior war schon eine außergewöhnliche Type. Was mich immer wieder erstaunt hat, sag mal, wie du dein erstes Rennen fuhrst. Ich weiß noch genau, das war in Kiel. Ja, ja, im Grasbahnrennen. Ja, Grasbahnrennen, auf dem Nordmarktkurs. Da hast du ja überhaupt kein Training gehabt. Da hast du keinen Meter mit dem Rennwagen gefahren. Man muss sich da mal vorstellen. Ja. Standst am Start, hast mit dem Formelwagen noch nie einen Meter. Nein, mein Vater hat gesagt, fahr immer schön hinter mir her, kann nichts passieren. Das Kuriose war nur, wir hatten ja damals auf der Aschenbahn Norton-Motoren mit dem offenen Vergaser. Und der Vater schickte mich dann irgendeine Drogerie und sagt, hol mal ein paar Nylonstrümpfe. Ich sage, wofür? Ja, das brauchen wir für den Vergaser. Und wie ich dann in die Drogerie kam und ich sagte, Fräulein, ich brauche 5, 6 Paar Nylonstrümpfe, hat sie dann gefragt, welche Größe? Und habe ich gesagt, die Größe spielt keine Rolle. Ich habe mich damals blamiert. Es war Kiel. Ja. Und das zweite Rennen, ein paar Tage später, war in Hamburg auf der Grasbahn, auf der Aschenbahn. Nein, das weiß ich ja nur leider. Doch, in Hamburg. Ja, pass auf, in Farmsen, da war ich ja auch mit. Ja, Hamburg-Farmsen. Ja, fuhr ich ja euren dritten Wagen. Nein, dein zweites Rennen war das Leipziger Stadtparkrennen am Mitte Mai. Und da hast du deinen ersten Sieg rausgefahren, weil die alten Herren sich rangelten und landeten im Schnee. Ja, das war internationales Rennen mit Belgiern. Leipziger Stadtparkrennen. Und damals auch noch der große Favorit Kurt Lincoln. Ja, ja, was fehlt. Jochen Rindt, sein Schwiegervater damals, denn er hatte ja die Nina Rindt da geheiratet. Ja, und die haben sich alle vorne behakt. Und nachdem ich dann meinen Lorbeerkranz drum hatte, habe ich gedacht, so kann es weitergehen. Ja, ja, sicher. Ne? Das waren diese 500er. Norton. 500er Norton. Formel 3. Kleinen Rennwagen. Eigentlich eine gute Schule, um Rennfahrer zu werden. Nicht? Und dann ging das ja weiter mit Formel Junior. Ich bin ja gar nicht so oft mit dir unterwegs gewesen, weil ich immer sonntags arbeiten musste. aber wir haben uns ja immer montags ausgetauscht. Du riefst dann an, ich sag, was war los? Und dann hast du also erzählt, deshalb bin ich ganz gut informiert. Manchmal war ich natürlich auch mit. Das war für mich natürlich schön, was du in der Zeitung gearbeitet hast, in der Sportredaktion, und konntest dann nochmal Revue passieren lassen, so dass ich dann auch mit dem Namen bekannt wurde. Sicher. Ne? Und das Besondere war ja eigentlich ein Vater-Sohn-Gespann. Bis 1963 fuhrt ihr also im Familienpack. Ahrens Senior, Ahrens Junior. Du meistens auf Cooper, er auf Lotus. Ne? Ja, ja. Und wie endete das? Erzähl mal. Endete immer mit einer Katastrophe bei jedem Rennen für meinen Vater, weil er im Prinzip das fahrerische Können so nicht hatte wie die Jugend. Und er alles mit Krawall gemacht hat. Ja. Er hatte dann einen Schalthebel in der Hand gehabt und die Kupplung verbrannt und ist dann aber zum Ende so weit gegangen, dass er in Freiburg im Wald lag, in Schorndorf lag er im Wald. Dann kam die AWUS und dann ist er in der Stallwand abgeflogen nach innen rein. Und da habe ich zu ihm gesagt, Vater, so geht's nicht weiter. Ich muss jedes Mal gucken, kommst du am Ziel an, du bist nicht da, das Herz klopft. Entweder du fährst jetzt weiter in deinem hohen Alter oder ich. Aber beide geht nicht mehr. Das ging absolut nicht. Aber er war eben natürlich, ich muss ehrlich sagen, er hat mir die Erfolge, die dann auch kamen, eigentlich nie gegönnt. Ne? Er hat mich also durch die Arbeit so stark einbezogen, dass ich vor Freitags gar nicht losfahren konnte und musste am Montag um 8 zu Hause sein. Ne? Ah ja. Und wenn meine Frau dann mal sagte, Kurt, Vater, der Kurt ist heute Nacht um 4 nach Hause gekommen aus Italien, kann er nicht mal bis um 10 zum Frühstück schlafen? Nein, nein, wenn er um 8 nicht da ist, braucht er nächste Woche nicht mehr fahren. Das war also schon bedrückend, muss ich ehrlich sagen. Ja, ein bemerkenswerter Neid so ein bisschen von ihm, gar nicht zu erklären, weil er ja selber Rennfahrer war. Aber er wollte eben immer alles bestimmen. Das war ja in seinem Leben das beherrschende Element, meiner Meinung nach. Ne? Ja, ja. So wie er es wünschte, so hatte es zu geschehen. Das war ja schon beim Frühstück so. Ja? Wenn 4 oder 7 Mann am Frühstückstisch saßen und er sagte,
Frühstück alles doppelt, 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 Butter alles doppelt. Ihm war es verhasst, dass er warten musste, ja, auf irgendwen, der vielleicht sagte, ich möchte noch ein bisschen Marmelade. Ja. Und die war dann nicht da. Also ich kann mich immer nur gut erinnern am Nürburgring, dass er immer sagte zu der Frau Retterath, bitte doppelte Soße. Ja, so das muss schwimmen. Das Essen muss schwimmen. Ja, ja. Aber du hast vorhin etwas angesprochen, was eigentlich ungewöhnlich ist, wenn ein Vater Rennfahrer war. Ja, dass er selber dich also nicht sich frei entwickeln ließ. Ne? Es war ja der Clou war ja 1967, du bist ja dann erstmal in die Formel 2 eingestiegen, 64, 65, 66. Aber als dann das erste Angebot kam von Porsche, ne, da war ja er, der das blockierte. Ne? Vollkommen dagegen. Er hat zum Huschke von Hanstein gesagt, ehe mein Sohn Porsche fährt, kaufe ich ihm einen. Also ehe mein Sohn Porsche Werksfahrer wird, kann ich ihm einen kaufen. Und dank deiner Initiative durch die Zeitung, Vater Ahrens gönnt seinem Sohn nicht bei Porsche zu fahren, ist er dann eingeknickt. Da war er da so ein bisschen beleidigt. Aber das zeigt eben, dass er eigentlich über mich der ganzen Zeit, ich sage mal nicht bestimmen, aber doch, reinreden möchte, dass es ohne meinen alten Herrn nicht geht, Motorsport zu betreiben. So war er. Und er hatte dann auch bei Porsche durchgedrückt, dass er für jedes Rennen in Europa und außerhalb ein Ticket mitbekam. Das hat er zweimal benutzt, aber dann war ihm das auch zu langweilig. Es war ja 67 so, dass du probeweise fuhrst beim 1000-Kilometer-Rennen mit Stommelen zusammen und da warst du super schnell. Und dann kam dieses Angebot, in England zu fahren, in Brands Hatch, im Werks Porsche. Und dann hat der Alte gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Ne? Mhm. Und dann haben wir so einen Zeitungsartikel gestartet, ja, Ahrens Senior, gönnt seinem Sohn und so, diese ganze Nummer. Ja. Gut, da war Fuchsteufelswild ja, auf mich, auf dich auch. Ja, ja. Klar. Aber selbst deine Mutter hat dann deine Partei genommen, hat gesagt, Vater, so geht es nicht. Ja? Ich erinnere mich noch. Und dann war es ja letztlich so, dass er einlenkte. Und wenn man es genau nimmt, dann war dieses Jahr 1967 ein Jahr deines Durchbruchs. Ja? Denn da hast du denn Ende des Jahres für 1968, ich korrigiere mich, 68, Formel 2 fahren können, komplett durch. Ja. Und auch den Porsche. Aber nicht die Europameisterschaft, weil die Rennen zum Beispiel in Enna für mich unerreichbar von der Entfernung waren. Ja, sicher. Das hätte mit meinem Arbeitsauftrag in der Firma überhaupt nicht passen können. Ja. Aber ich muss sagen, das war toll, weil ich habe ja, nachdem ich auch den Porsche die Möglichkeit habe, das ganz durchzuziehen, für BMW gefahren. Ja, ja. 500 Kilometer Nürburgring. Und für Abarth. Ne? Für Abarth. Mhm. Testfahrten für Mercedes. Also ich sage mal, und das alles ohne Vertrag, ohne feste Bindung. Ja, ja. Carlo Abarth hat gesagt, Herr Ahrens, wo Sie sind und wo wir sind, stellen wir jedes Mal ein Auto für Sie zur Verfügung. Ja. Das war so, dass ich in Holland in Zandvoort Formel 3 gewonnen habe und zweimal auf Abarth, 850 TC und Sportwagen. Ja. Also es war für mich Fulltime-Job. Aber jetzt komm bloß nicht auf die Idee und frag, hast du gutes Geld verdient, denn es gab damals kein Geld. Naja, bis wir haben Startgeld, also. Wir haben Startgeld bekommen in der Formel 2 und wir haben Prämien bekommen von den Sponsoren, wenn zum Beispiel Bosch oder Vedol oder Caltex gemeint hat, sie können da was draus machen, dann gab es eine kleine Apanage. Ich habe das gar nicht glauben wollen. Ja, ich habe das dann mal recherchiert. Weil du mir ja erzählt hast, du hast gar kein Honorar in deinem Jahr als Porsche-Werksfahrer gekriegt. Ich sage, kann denn das sein? Ja, es stimmte, alle anderen kriegten Geld und du hast gesagt, nö, oder hast nichts das gefordert. Hat sich, oder, ach, da habe ich gar nicht dran möglich? Gedacht. Ich habe dann 15 Jahre später mal Rudi Linz getroffen und ich sage, was machst du? Ja, sagt er. So und so, und dann kam ich auf die Idee zu fragen, was hast du eigentlich bekommen? Anreisegeld, Startgeld, Preisgeld. Und da habe ich dann mal nachgeforscht und habe ich gehört, dass ja, die Firma saß ja in Genf als Bank
Und angeblich, ich sage mal angeblich, ja, das war's mal alles nicht ist gut. Mein Geld da irgendwo bei einem Rennleiter in die Tasche gekommen. Aber das sind, ich habe es Gott sei Dank nicht gebraucht. Es wäre natürlich ein schönes Zubrot gewesen, wenn ich daran heute denke. Also es war dann aber auch so, dass 70, wo Porsche offiziell aufgehört hat, selbst Porsche, weiterzufahren, ich dann noch Angebote hatte von John Weyer mit Joe Siffert in England zu fahren. Für Jack Brabham sollte ich den dritten Brabham fahren. Ford Köln, Nerpasch, wollte in Formel 1 bauen. Ja, und dann hat mein Vater dann aber wieder mal dazwischen gehauen und hat gesagt, entscheide dich bitte, willst du Profifahrer werden oder willst du die Firma machen? Und dann hat es ein Gespräch mit Hans Hermann und mit den Familien gegeben und dann haben wir uns eben für die Familie und für die Firma entschieden. Naja, es war natürlich so, was man sich immer mal wieder bewusst machen muss. Es war ja eine gefährliche Epoche des Rennsports. Ja? Wenn man sich vergegenwärtigt, das wäre heute gesellschaftlich gar nicht mehr akzeptabel. Es verunglückten jedes Jahr 25, 30 Rennfahrer, Motorradrennfahrer, Rallye, Bergrennen, alles Mögliche. Ein bis zwei in der Formel 1, jedes Jahr. Ja. Jackie X, der sagte dann mal so ganz süffisant, it's part of the game, es gehört zum Spiel dazu. Aber es war natürlich auch eine gefährliche Sache. Natürlich, man hat sich... Links und rechts Benzin und du saßt da mittendrin im Formelwagen. Ja. Man hat sich darüber natürlich auch drüber unterhalten. Und selbst so Stars wie Brian Redman oder Derek Bell, die haben in Spa gesagt, wir wollen hier lieber nicht fahren. Und die Frauen, die da mit waren, die haben die ganze Nacht geweint und versucht, die zu überreden. Und wir wussten auch oder mussten damit rechnen, dass nicht alle wieder nach Hause kommen. Ja. Es war eine böse Zeit und ich habe in meiner Zeit ja angefangen, da fielen die reihenweise um, ob das Jochen Rindt oder Kurt Badibari oder sonst wer waren. Also ich sage mal, 13 Leute in meiner Zeit, die mir als gute Freunde bekannt waren, mussten ihr Leben lassen. Mhm. Und dann kam natürlich dieser Durchbruch von Niki Lauda, wo er gesagt hat, so geht's nicht weiter. Ne? Mhm. Und heute, das wissen wir ja, selbst wenn wir den Feuerunfall sehen, das ging alles immer noch glimpflich aus. Ein Glück. Und all diese Rennstrecken, von Imola bis Daytona, sind wir natürlich auch verunfallt. Aber nicht so, wenn so ein Reifen platzt in Monza auf der Geraden bei 300, dann hast du das Auto gerade noch über die Wiese retten können. Aber was dann nachher passiert in Imola mit dem Senna und mit... Also das war also wirklich ein schwarzer Sonntag. Und das musste nicht sein. Und das ist Gott sei Dank vorbei. Naja, wenn man das mal so zusammenfasst, du bist also 13 Jahre Rennen gefahren. Ab 1964 Formel 2, also auf hohem Niveau. Ja. Wobei man den heutigen Leuten immer sagen muss, damals fuhren in der Formel 2 nicht etwa die Nachwuchsfahrer, nein, sondern da fuhren die Formel 1-Cracks, weil sie Startgeld verdienen mussten. Denn die Formel 1-Rennen, das waren nur zu 10, wenig. Manchmal 12, waren zu wenig. Mhm. Also die Profis waren in der Klasse, in der du fuhrst, bevorzugt. Ja. Na, da gab es schöne Duelle mit Graham Hill. Mit Graham Hill und ja, mit Jochen Rindt, ja, und Jackie Stewart. Alles ich meine, da. Das muss man ja sagen, dass das war deine Kategorie zwischen 1964 und 1970. Du bist auch in jedem Jahr immer Formel 2 gefahren. Ja. Warum eigentlich denn nicht Formel 1? Was war denn wirklich der Grund? War das Familie, war Reni vielleicht dagegen oder dein Vater? Also im Prinzip muss ich sagen, wollte ich mir meine Formel 2 oder auch meine Formel Junior, Formel 3 nicht aus der Hand geben lassen. Ich war nämlich mein eigener Mechaniker. Ich bin nicht nur gefahren, ich bin mit dem Transporter bis nach Albi und sonst wo gefahren und habe dann ausgepackt, habe das Auto gewartet, habe die Getriebe gewechselt, obwohl mir manchmal Jochen Rindt die Mechaniker geholfen haben. Aber alles das, was zum Rennen gehörte, habe ich selbst vorbereitet, Ecki. Und das ist das Schöne, nicht nur fahren, sondern auch nach Hause kommen und abends um 18, 19 Uhr in die Werkstatt gehen und sagen, das Gelenk muss raus, dies muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Und man muss ja eins dazu sagen, mein Vater hatte ja unheimlich gute Beziehungen nach England. Der Frank Williams war ja damals unser Sprachrohr
zu den Firmen wie Lotus, Jack Knight, Breppe. Cosworth. Mein Vater hatte ja, und das ist nicht gelogen, für die Werkstatt von Cosworth sogar einen Schlüssel gehabt. Und wenn er dann Teile brauchte, oder es wurde mal ein guter Motor gebraucht, dann hat er die Mechaniker natürlich bestochen. Und anders ging das gar nicht. Aber diesen Einbau, diesen Umbau, und das habe alles ich zu Hause in der Werkstatt gemacht. Mhm. Und das war auch eine schöne Zeit. Na, man muss sich das mal vorstellen, auf Weltklasse-Niveau Autorennen fahren und selber Getriebeübersetzung wechseln. Ja. Und diese Sachen. Du hattest zwar in Hansi Gesk einen, der fuhr dann auch den Lastwagen und konnte auch mal Schrauben. Und aber im Grunde ein Fahrer, der selber regelmäßig schraubte. Muss ich dir mal vorstellen. Fährst den großen Preis von Deutschland, Weltmeisterschaftslauf, und man findet Bilder von dir, wo du selber das Getriebe wechselst noch vorher und so. Das hat es natürlich bei den anderen so nicht gegeben. Insofern warst du schon ein bunter Vogel und eine Ausnahmeerscheinung. Denn bei Leuten wie bei Jochen Rinter liefen 3-4 Mechaniker rum, ja, die alles machten. Der machte das mit Ausnahme des ersten Jahres, machte der sicher nicht selber. Der wusste gar nicht, wie so ein Zahnrad vom 5. Gang oder sowas aussieht, ja. Ja, das stimmt schon, Ecki, aber ich war ja auch nie ein sogenannter Profi-Rennfahrer. Ich war ein Hobby-Rennfahrer. Na, du fuhrst aber bei den Profis. Ja, aber da fehlte natürlich, wie Stuck immer sagt, die 5% bei 100, die aufwärts. Also wenn du davon ausgehst, die Profi-Rennfahrer zu meiner Zeit, die sind ja auch fast alle gestorben, weil die mussten. Ne, wenn der Piech sagte am Nürburgring zu Herrn Elfort, Herr Elfort, der Herr Siffert fährt 2 Sekunden schneller, dann steigt der Wilk Elfort in das Auto ein, fährt und liegt im Pflanzgarten. Das ist ja so ein kleiner Schub zu sagen, also Herr Elfort, Sie können auch noch ein bisschen schneller fahren. Und das hat bei mir überhaupt nicht gefruchtet, ne? Auch bei meinem Freund Hans Hermann nicht. Der hat gesagt, Kurt, wir lassen uns nicht verrückt machen. Wir fahren unser Rennen, und es hat sich auch gezeigt mit diesem Ausdauer von Hans Hermann, was in Le Mans machbar war mit dem Auto, was eigentlich veraltet war. Ne? War denn das für dich manchmal vielleicht so ein kleiner Ausweg, dass du dachtest, nee, also ich fahre in Albi nicht, ich brauche nicht, ich muss nicht. War das wichtig für dich, dein eigener Herr zu sein und sagen, also ob ich in Zandvoort, in Karlskoga oder da, das entscheide ich. Ecki, und wenn ich Mittwoch keine Lust habe, dann lasse ich das Rennen vielleicht ausfallen. Ja. Das ist ja ein Beruhigungsfaktor. Ja, aber ich wollte natürlich auch am Wochenende unterwegs sein. Ja. Aber dann fährst du mit dem Transporter bis nach Mont-Lery, die ganze Nacht über Freiburg im Nebel. Dann kommst du an, Sonnabend früh, suchst ein Hotel, sag zu meinem Mechaniker, geh mal rein, reserviere mal. Ich lege mich draußen auf die Wiese, schlafe ein, und der Mechaniker hat sich nicht getraut, mich zu wecken zum Training. Ich bin erst nachmittags aufgewacht, weil über meiner Wiese war der Exhauster von der Küche. Ja. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, du, das läuft nicht. Wir sind am Sonntagabend nach Hause gefahren, ich bin gar nicht gefahren, weil ich total kaputt war. Und das ist das Schöne, du kannst selbst entscheiden, fährst du oder fährst du nicht. Und das wollte ich mir eigentlich immer aufbewahren. Ja, wenn Porsche sagte, du Targa Florio, sag ich, du, da schick einen Pizzabäcker hin, der kennt das besser. Was soll ich in Targa, wenn ich die Strecke nicht kenne? Und das war auch von Porsche sehr großzügig. Aber das zeigt eben, dass ich nicht unbedingt fahren musste. Ja gut, das war ja der Schnitt, als denn du Formel 2 fuhrst, 1968. Dann kam das Angebot von Porsche, Werksfahrer zu werden. Ich hatte manchmal das Gefühl, das war für dich wie eine Erleichterung, nur zum Rennen hinfahren zu müssen. Ne? Ich wusste ja, um nichts zu kümmern. Das war doch sicher ein reizvoller Sache. Ich wusste ja, so lange geht das nicht mehr. Kinder zu Hause, Firma, das war ja alles ein bisschen vernachlässigt. Und dann dachte ich mir, Mensch, einmal Porsche fahren, Werkswagen, das ganze Jahr mit dem Werkswagen durch Deutschland fahren. Das hat richtig, und Porsche, das war ja ein Name, das war ja ganz was anderes, als wenn du Formel 2 fährst. Natürlich, so ein Rennen mit Jim Clark am Hockenheimring, der tragisch endete, ist auch ein Highlight, aber Porsche war eben noch eine Nummer größer. Ne? Ja, sicher. Und da habe ich gedacht, das musst du machen. Und das hast du ja mit mir zusammen geschafft, muss ich sagen.
Und das hat ja Huschke einen Job gekostet, denn Huschke war für den Herrn Piëch zu dominant und hat ihn dann gesagt, du, wenn wir irgendwo hinfahren und es dreht sich alles nur um Huschke, dann brauchen wir dich nicht, dann Porsche. Ja, wenn man heute deinen Namen liest oder hört oder es ist in Büchern die Rede davon, dann steht das natürlich für 917. Du warst der Erste, der mit dem 917, mit diesem Jahrhundertauto, wie wir heute wissen, war es ein Problemauto, das Geschwür, dass du damit den ersten Sieg rausfuhrst auf dem Österreich. Ecki, da bin ich auch noch ganz stolz drauf, zumal ich den Fahrer Joe Siffert hatte und mit dem Siffert auch sozusagen meine Karriere beendet habe, in Kailami wieder mit ihm das letzte Rennen zu fahren. Und ich muss sagen, ich habe ja auch nicht nur Joe Siffert, Stommelen, Vic Elford und alle anderen kennengelernt. Es waren alles dufte Typen. Es war nicht überheblich. Wir hatten den Rolf Stommelen, den haben sie immer nicht immer veräppelt, verstehst du? Denn in Spa warst du und du bist zum Rolf gegangen und hat Hans Hermann gesagt, du Rolf, Piëch hat das Auto umgebaut, Lenkrad ist heute links. Dann hat er das geglaubt, ist hingegangen und hat geguckt, ob das Lenkrad links war. Wir hatten schon schöne Vögel dabei, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und ja, das auch, hätte ja auch sein können. Ne? Ja. In der Piëch-Ära wurden ja so experimentiert. Ja. Lenkrad rechts oder Lenkrad links. Ja, also möglich war das alles. Was hast du eigentlich so für Erinnerungen an Ferdinand Piëch? Ja, also ich muss sagen, er ist mir gegenüber sehr zurückhaltend gewesen, Ecki. Er hat mit mir gesprochen, aber ich habe ihn das erste Mal gesehen, richtig kennengelernt am Österreichring. Und wenn dann so ein Herr kommt mit der Lederhose und mit Hosenträger, mit Elfenbein, also so richtig als Rennleiter habe ich ihn gar nicht so wahrgenommen. Aber dann hast du natürlich schnell gemerkt, wo der Hase hängt, wo er sagte, wir müssen hier in Österreich gewinnen, der Ahrens ist schneller wie Brian Redman, also wir müssen Siffert Ahrens fahren lassen. Und dann hast du schon gemerkt, oh. Ne? Und er kam zu mir und zu Herrn Siffert und sagte, Herr Siffert, Herr Ahrens, geben Sie Ihr Bestes, es geht um das Haus Porsche. Das muss man sich mal vorstellen, da kriegst du noch mal so einen richtigen Schub. Ne? Ja. Und wir haben ja teilweise anderthalb Minuten an den Boxen verloren. Ja, ja. Wegen Benzindämpfe in der Leitung. Ne? Das war eine Erleichterung hoch drei für Herrn Piëch, weil er gesagt hat, das war mein eigentlich größter Fehler, den ich eingegangen bin, diesen 17er zu bauen. Aber es ging nicht anders. Fehler hat er nicht gesagt. Er sagt, das war das größte Risiko meines Lebens. Ja? Und was du eben sagtest, es geht um das Haus Porsche, das war wirklich so. Ja, ja. Ja? Der hat so gigantisch investiert in diesen Superrennwagen. Es ist ja nun heute ein Jahrhundertauto, wie ich vorhin schon sagte, dass die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel stand. Ne? Insofern war das natürlich ein Durchbruch. Aber euer Sieg auf dem Österreichring, Siffert Ahrens, erster Sieg für 917 auf dem Österreichring. Aber der richtige Durchbruch mit diesem Problemauto kam ja eigentlich erst 8 Wochen später bei den Testfahrten. Ne? Ja, wie war das denn genau? Ja, also ich weiß noch genau, also ich kann mich genau erinnern, obwohl da immer ein paar Differenzen sind zwischen den Fahrern. Die haben mich eingeladen und ich sollte nach Österreich, nach Knittelfeld auf die Strecke kommen. Porsche hatte einen 917 da und man wollte eigentlich nur etwas verbessern, aber hatte nicht große Erwartungen. Und da ich den Sieg gefahren habe, war es wichtig, dass ich dann auch wieder die Vergleiche ziehen konnte. Aber wir sind gefahren und am Ende der Geraden war ein Sprunghügel und da konntest du nicht voll rüberfahren. Das Auto hat hinten abgehoben und das war ein Unsicherheitsfaktor. Und dann kam, darüber streiten sich jetzt die Gelehrten, wer gesagt hat, da soll hinten ein Blech drauf. Der Brian Redman sagt es für sich, der John Jork von Mechaniker von Weyer sagt, er hat es gemacht. Nein, ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, ich bin Schrotthändler, holt mal ein Blech, macht das hinten drauf, nietet das drauf und fertig. Dann sind die nach Knittelfeld. Und dann kamen die wirklich mit einem dünnen Millimeterblech. Das wurde drauf genietet. Da gibt es ja auch ein schönes Foto mit dem Mechaniker. Und dann mit dem Mal fährst du 3 Runden und fährst in der zweiten Runde 5 Sekunden schneller. Das musst du dir mal vorstellen. Ich bin über den Berg Vollgas gefahren. Ich habe ein Lächeln gehabt, bin zurückgekommen, habe Herr Falk gesagt, das ist ja, gucken Sie die Zeiten an, das ist es. Also das Auto hatte mehr Abtrieb auf Anhieb. Auf der Hinterachse. Auf der Hinterachse. Ne? Weil der hob immer ab. Ja, ja.
Und dann hat der Herr Falk sofort Herrn Pirch angerufen und hat gesagt, Herr Pirch, was möchten Sie hören, die gute oder die schlechte Nachricht? Zuerst. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, was war. Auf jeden Fall hat er gesagt, wir sind der Ahrens ist 5 Sekunden schneller gefahren, aber das Auto sieht hässlich aus. Aber das war dann auch egal. Ja, und danach streiten sich natürlich heute noch in den englischen Medien, wer hat gefahren. Also ich würde mal sagen, ich weiß genau, ich war da und ich kann mich noch genau erinnern an diese Gaststätte, wo Porsche uns einquartiert hatte. Das war sogenannt eine Gaststätte, da stand dran Trimdich-Lokal. Und wie ich da mit meinem Sohn vor Jahren nochmal nach Wicknittelfeld kam, der fuhr ja dann auch den Clio Cup da, kam ein Mechaniker, sagte, Arns, ich kann mich an Ihren Sieg gut erinnern, Sie haben ja da in Knittelfeld gewohnt. Ich sage, ja, in der Disco. Nee, sagte Arns. Das nannte sich zwar Disco, das war ein Puff, das war früher verboten. Also hatte Porsche uns natürlich wieder eine Quartier gegeben. Ja. Sparprogramm hoch 3, verstehst du? Sag mal, Le Mans, Stichwort Le Mans. Ich erinnere mich, dass Ferdinand Pirch mal morgens vielleicht scherzhaft, vielleicht ernst gemeint sagte, wer von den Herren möchte heute die 400 knacken? Das muss man sich mal vorstellen. Die Hunaudière gerade, die heute 2 Schikanen hat, um das Tempo zu reduzieren, war ein Vollgasstück von 5,1 Kilometern lang. Wie hast du das eigentlich so in Erinnerung, nachts da die Gerade runterzufahren mit 370, 380? Das sind ja Geschwindigkeiten, die heute kaum noch erreicht werden. Ecki, erstmal war ich vielleicht 28 oder 30 Jahre alt, da machst du dir nicht so viel Gedanken. Zweitens ist Porsche, ich sag das schon nochmal. Und drittens hast du eigentlich, wenn du da drin bist, eigentlich selbst die Verantwortung zu sagen, ich mache es oder ich mache es nicht. Und du hast zu dem Auto ein gutes Vertrauensverhältnis gehabt. Natürlich hat Porsche berechnet 405. Wollte Pirch dann da auch sehen. Aber bei 395 war Feierabend. Da hast du das Lenkrad nur noch flattern sehen, da war gar kein Kontakt mehr auf der Vorderachse. Und da war Schluss. Und da sind natürlich Leute wie Rolf Stommeln, Vic Elford richtig aufgegangen. Die haben gesagt, das machen wir. Und dann muss ich sagen, dann kommen auch die richtigen Profis zum Tragen, wie Vic Elford. Wenn nachts der Regen kam, da habe ich gedacht, mein Gott, was kann jetzt wieder alles passieren? Und dann gibt es so einen Mann wie Vic Elford, so einen Rallyefahrer, der absolut einen Kopf hat und ein Fahrgenie ist. Da habe ich gesagt, Vic, fahr 3 Stints, das ist für mich hier zu gefährlich. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich dann auch ein bisschen Muffe gehabt. Aber wir haben natürlich haushoch geführt, es war kein Druck dahinter, aber dann leider 6 Stunden vor Rennende habe ich auf der Start- und Zielgeraden morgens um 7:30 einen Ventilschaden gehabt. Und der Vic hat geschlafen in einem so ganz kleinen Campinganhänger und keiner hat sich getraut, dahin zu gehen und ihm zu sagen, Vic, das Auto steht an der Box. Und da haben sie gesagt, Herr Ahrens, gehen Sie doch hin, wenn Sie kommen, dann hat er ja sofort im Kopf, da stimmt was nicht. Und so war es dann auch. Aber er hat also Tränen in den Augen gehabt, diese Quälerei nachts, das war unvorstellbar. Also du bist ja 2-mal in Le Mans gefahren mit dem 17er. Ja. 1969, da hatte er noch die Probleme, der 17er, dass er also nicht sehr gut auf der Straße lag. Nein. Was ja nachher, wie wir gehört haben, durch diese Erhöhung von Abtrieb auf der Hinterachse beseitigt wurde. Und im zweiten Jahr war das Auto ja wirklich schon eine absolut konkurrenzfähige Bombe. Ja, ja, auf alle Fälle. Und du hast ja ihn trotzdem nicht viel Glück gehabt mit dem 17er in diesem Jahr. Warst in Daytona abgeflogen mit einer Panne. In Monza, was war in Monza? Auch Reifenplatzer. Bei 270 oder? Ende Start und Ziel vor der Curva Grande. Curva Grande, ja, ja, ja. Fast Vollgas. So was. Und in Le Mans habt ihr bis zur 18. Stunde geführt, ne? Und dann war auch, was war da? Ventil abgerissen. Und 69, wo ich mit Stommeln da war, hat sich zerbröselt. Wie war das eigentlich so? Hast du mal so Konditionsschwierigkeiten gehabt? Nee.
In Le Mans? Nein, Ecki. Ich muss aber das, auf dem Nürburgring, ja, da hast du man. Ja, der Nürburgring ist natürlich ganz was anderes. In Le Mans hast du 5 Kilometer gerade, da kannst du mal in, mal in die Nase fassen, aber das ist Nürburgring ist was anderes. Und in Le Mans habe ich auch in dem Auto selbst mit den Temperaturen keine Probleme. Aber am Nürburgring mit dem geschlossenen Auto, da hätte ich schon Probleme. Habe ich auch immer gehabt. Da musste ich immer Tabletten vorher nehmen. Das ging gar nicht anders. Ne? Und interessant vielleicht bei der Geschichte noch, wir hatten ja unsere Betreuung, war ja Frau Piech, die erste Frau. Mhm. Und die hat uns immer versorgt während der Pause mit Milch. Herr Ahrens, trinken Sie noch Milch. Ich habe das erst lange, lange nicht verstanden, warum wir immer Milch trinken sollten. Ah, das ist gut. Aber Milch ist so, da schwitzt du nicht gleich aus. Milch geht ins Blut mit rein. Und das hat schon geholfen. Aber wir haben natürlich gegenüber heute natürlich keine Hospitality und gar nichts gehabt. Frau Piech hat Spiegeleier gemacht und dann ein Sturzhelm, ein Overall. Also ich glaube, Socken wechseln so heute auch nicht, aber wir hatten ja kein Unterhemd, nichts doppelt. Und heute, da gab es doch keinen Helmtrockner. Das ist alles spartanisch gewesen und es hat trotzdem gelangt, um die Weltmeisterschaft, die Markenweltmeisterschaft 69 zu holen. Ja, es gab ja keine Fahrerweltmeisterschaft und dann auch eben 70. Ja, und wenn du da hinausgehst, dann habe ich natürlich meine 70 beendet eigentlich, aber dann kam Ford Köln, Herr Ahrens, können Sie für uns in Brünn fahren, 500 Kilometer, mit dem Capri RS, gegen Stuck, gegen alle die Leute, die bei BMW damals engagiert waren. Und da habe ich gedacht, Mensch, das fehlt ja eigentlich noch, diese Marke, also fahren wir hin. Es hatte aber auch einen besonderen Grund. Ja. Wir hatten damals einen eisernen Vorhang noch. Ja. In Deutschland. Ja. Deine Frau Reni stammte aus Dresden. Ja. Die Eltern von Reni durften hier nicht rüberreisen. Nein. Aber in der Tschechei habt ihr euch treffen können. Und ich mich dunkel erinnere, hast du nach deinem Rücktritt gesagt, also dieses eine Rennen fahre ich noch. Wegen Familientreff. Dann haben wir eine Familienzusammenkunft, genau, die sonst nicht möglich wäre. Im Gellert Hotel, wunderbar. Die Eltern, wir haben 4-5 Tage dort gelebt. Ich konnte dann auch fahren. Aber der Capri hatte kaum Bremsen gehabt. Ich bin dann auch in der Stadt einmal mal über 200 in die Schräglage gekommen und habe gedacht, was tust du hier? Du willst hier Familie feiern, du willst aufhören und jetzt singst du hier bald in der Häuser. Ich bin dann an die Box gekommen, ich bin Zweiter hinter Stuck geworden und habe meinen Helm abgesetzt und bin zu meinem Schwiegervater gegangen und sage, Siegfried, nimm meinen Helm mit nach Hause, ich will ihn nie wieder aufsetzen. Ja, klar. Und da war Feierabend, endgültig Feierabend. Ja, und was kommt dann? Ganz ohne dem kannst du ja nicht. Bin nach Braunschweig zum Flughafen und habe dann meinen Privatpilotenschein gemacht, den ich aber auch nur 2 Jahre dann hatte, weil die Familie nicht fliegen wollte. Ja. Um nochmal auf den 17er zu kommen und Le Mans. In Le Mans hattest du kein Glück, aber du hast zumindest die schnellste Runde gefahren. Ne? Im Jahr 1970, überall steht in den Büchern Vic Elford. Aber das waren ja auch Leute im Gegensatz zu dir, die also die Presse gut bedienten, die PR-Gespür hatten. Ne? Die Engländer haben eine Presse, die haben Leute, das ist unvorstellbar. Das haben wir in Deutschland damals nicht gehabt. Und Porsche selbst hat herausgegeben in der Powerslide von Rico Steinemann, 3.19.8, die Zeit werde ich nie vergessen. Aber wie das so ist, auf Facebook und Co. streiten sich heute immer noch die Leute darüber, wer hat sie gefahren. Ja, du hast sie gefahren. Ja, na gut, ich weiß es ja. Im Archiv von Le Mans steht diesen Rekord, hast du gefahren, und zwar in der Dämmerung sogar. Ja, im Abendprogramm, in einem Abendding. Ja, wo wenig Fahrzeuge da waren. Und Ecke, ich sage dir, du konntest mit dem Auto auch noch mal 1-2 Sekunden mehr rausholen. Weil du, wenn du größeres Risiko eingegangen wärst, zum Beispiel schon mal auf der Geraden, dann hätte das auch noch anders aussehen können. Aber es ist so, wie es ist. Und ich bedauere eigentlich, dass ich auch 70
den ersten Privat-917er von John Wolff habe einfahren dürfen. Porsche hat gesagt, Herr Ahrens, wir haben diesen Wagen hier verkauft, machen Sie mal die ersten Runden, damit das Ding flutscht. Und das passiert Porsche natürlich überhaupt nicht, weil ich bin dann losgefahren und kam nach 10 Minuten zurück, weil das Auto lief nur im Standgas. Es hat also eine Doppelzündung mit 2 Verteiler und 1 Verteiler haben sie verkehrt reingesetzt. Und dann ist ja leider der John Wolff in der ersten Runde verunglückt und da hat man gesehen, dass Porsche gesagt hat, wir verkaufen keinen 917er privat an Rennfahrer. Was sich später natürlich dann ganz klar war, aber zu dem Zeitpunkt hat man das Auto kaum beherrscht, Kurzchen, wir sind ja nun zusammen Rallyes gefahren in deiner Frühzeit, ne? Einmal auf dem Mistverhaufen gelandet, aber... Nee, im Mistbecken, das war ein... In so einem Bauernhof, nachts so bumm, irgendwo rein. Und du musstest raus. Ja, so, ich musste schieben, so ungefähr im Mist, ne? Ja. Also viele launige Erlebnisse in unserer Frühzeit. Aber das einschneidendste Erlebnis hatten wir beide ja gemeinsam eigentlich vor dem Todessturz von Jim Clark. Ja. Geht dir das auch so, dass das immer noch ein Erlebnis ist, eine Begebenheit, die einen nicht loslässt? Ne? Wie war das aus deiner Sicht? Was war damit? Also Ecki, in erster Linie muss ich sagen, ich glaube, ich bin der einzigste Rennfahrer in Anführungsstrichen, der heute noch, wie letztes Jahr beim Gedenkmemorial von Herbert Müller war, auf der Rückreise nach Hockenheim bei Jim Clark anhält, einen Brief in jetzt, am Red Bull Ring beim Jochen Rindstein anhält, eingeladen im Brenz Hatch, wo Siffert verunglückt ist, Kranz hingelegt. Also das wird in der englischen Presse sehr hoch angerechnet. Ja. Das hast du heute kaum noch. Aber diese Geschichte mit Jim Clark ist natürlich besonders tragisch, weil die Engländer haben gesagt, warum muss unser Weltmeister ausgerechnet in Hockenheim tödlich verunglücken? Ja. Auf einer Rennstrecke, wo er vorher gesagt hat, das ist stupid, das ist keine Rennstrecke, das ist einfach. Aber die Geschichte ging ja damit los, dass zu dem damaligen Zeitpunkt Reklame im Fernsehen ja nicht erwünscht war. Und Jim Clark hatte ja noch diese Reklame am Auto und außerdem hat er gesagt, die müssen noch reparieren. Mein Auto kann im Sportstudio nicht erscheinen. Und da hat der Veranstalter überlegt, was machen wir. Aber dann hatte ich schon die Martini-Reklame dran. Und dann sollte ich eigentlich auch nicht hin. Aber man hat sich dann geeinigt, man hat Martini zugeklebt, wie das auch bei Jägermeister manchmal der Fall gewesen ist. Und dann sind wir beide mit Jim Clark im Auto nach Mainz ins Sportstudio. Ja, wir beide. Ja, ich als dein Dolmetscher. Ja, natürlich. So ungefähr, so ein bisschen. Ja, das war übrigens eine launige Geschichte, weil ich dachte, naja, wenn man so 2 Stunden im Auto sitzt, man muss ja irgendwie ein bisschen was fragen. Ja. Und dann fragte der, wie viele Kinder hast du? Und dann sagtest du 3. Was, sagte der denn, 3 Kinder? Wie ist denn das möglich? Ich heirate erst, wenn, und so weiter, wenn ich nicht mehr Rennen fahre. Also es war eine launige Plauderei. Ja. Ich weiß auch, dass ich fragte, wisst ihr eigentlich noch, wann ihr das erste Mal aufeinander getroffen seid in einem Rennen? Nee, wusstet ihr beide nicht mehr. Ich sage, Solitude Formel Junior. Er fing dann an zu erzählen. Mhm. Also ich habe viel über diesen Menschen lernen können. Und wenn man sich das heute noch mal vergegenwärtigt, du in der ersten Reihe stehend bei diesem Rennen, warst im Sportstudio zusammen mit dem amtierenden Weltmeister Jim Clark. Nee, amtierend war er, glaube ich, nicht mehr. Nein, Er war zweimal Weltmeister gewesen. Und wir sind also gemeinsam für ein Interview im ZDF Sportstudio dahin gefahren. Und wir fahren zurück. Und man muss sich das vorstellen, als wir am Hotel waren, 10 Stunden später war er tot. Naja, das war ja so. Und diese schöne Geschichte, die denn da zwischendurch noch passierte, die weißt du ja viel besser als ich, weil ich kein Techniker bin. Erzähl mal, was war mit dem Auto denn eigentlich los? Also wir fuhren in der Nacht mit Jim Clark gemeinsam zurück nach Hockenheim. Und was war da mit dem Auto? Und dann hatte ich einen Motorschaden am Mercedes. Aber zwar einen richtigen Motorschaden, insofern, dass zu wenig Öl drauf war. Und das war eigentlich, ich gedacht habe, Mercedes verliert kein Öl während der Fahrt. Aber das war wohl zu lange gewesen.
Wieso? Der hatte Ölverlust? Der hat Öl verbraucht. Ich da sehr großzügig immer war, habe ich gedacht, der wird das schon anzeigen, aber er hat es nicht angezeigt. Und dann ging das klack, 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 klack und die Leistung ließ nach. Wir mussten also an eine Tankstelle ran und mussten unbedingt Öl kaufen, damit ich wenigstens nachkippen konnte, wo ich glaubte, das hilft dann wenig. Also dickes Öl rein. Ja, damit 2 Liter Öl noch zusätzlich rein, weil es war kein Öl drin offiziell. Ja, und das Problem war ja nur, wie ich mich genau erinnere, dass ich kein Geld mit hatte. Jim Clark hatte nur Dollar. Ich hatte 20 Mark, glaube ich, oder 10 Mark. Und du hattest auch nicht ausreichend. Auf jeden Fall haben wir dann erzählt, das ist der Weltmeister Jim Clark, wir wollen zum Hockenheimring. Und da hat er gesagt, wenn das Jim Clark ist, dann bin ich Cassius Clay. Ja. Muhammad Ali. Er hat dann aber gesagt, okay, ich nehme Dollar, hat einen dreifachen Preis genommen. Wir haben das dann nachgekippt, es hat natürlich keine Verbesserung. Wir sind dann mit 30, 40 km/h zum Luxhof, nachts um 1:30 angekommen. Und er sagte noch, good luck für morgen. Er hätte keine Chance, das wusste er wohl. Ja, und dann haben wir uns morgens noch kurz am Start getroffen. Und dann ging es los und dann war im Hockenheim eigentlich nur auf der langen Geraden links ein kleiner roter Kreuzwagen. Man konnte also nichts erkennen während des Rennens. Und wir haben uns alle gefragt, vielleicht ist dann irgendjemand in Ohnmacht gefallen, aber hat sich natürlich herausgestellt, fatal, der Unfall von Jim Clark. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, weil ich bin kurz vor Schluss auf der Gegengeraden ausgefallen. Und dann kam der Abschleppwagen und da sagte der, faselte der schon rum, das ist ja tragisch alles und so weiter. Und dann bin ich ins Fahrerlager mit dem Abschleppwagen reingekommen und sagte zu meinem Vater, was ist denn hier los, ist Stimmung hier. Er sagte, weißt du das nicht? Ich sage, nee, was ist denn passiert? Der Jim Clark ist tot. Also das war ein Hammer und das war also unvorstellbar. Und dann ausgerechnet in Hockenheim. Ne? Ja, ja. Du hast ja in Führung gelegen, bist also zigmal an der Unfallstelle ja vorbei. Die man aber nicht sehen konnte. Die man nicht sehen konnte. Die war an der Böschung etwas unterhalb. Mhm. Mein Ausfallgrund will ich dir auch sagen. Vorher dem Rennen kam Bosch und sagte, Herr Ahrens, wir haben Platinkerzen. Das bringt noch mal was. Da habe ich die reingemacht. Hatte auch Trainingsbestzeit und im Rennen ist dann mein Motor explodiert, weil ich nicht den Spritzulauf erhöht hatte, weil die haben wirklich gepowert und dadurch ist dann natürlich der Motor kaputt gegangen. Bin dann mit meinem Vater, sind wir ganz kurzfristig nach England, haben den Motor getauscht und da hat Cosworth, haben wir gedacht, schnell andere Zündkerzen rein wieder, die original englischen, NKG, verstehst du? Da hat Cosworth gesagt, nee, mein lieber Freund, da war was anderes drin. Also die Bosch-Kerzen haben für mich, war nur Nachteil, ne? Aber kann passieren. Nachdem wir beide uns entschieden haben, nun doch so ein kleines Büchlein über dich zu machen, hat ja dein Freund Carlos Vic Elford gebeten, so ein Vorwort zu schreiben. Und ich fand das Vorwort eigentlich berührend und menschelnd, sage ich mal. Ja. Indem er also schrieb, Kurt, thank you, du warst der beste Co-Pilot, den ich je hatte. Und er erklärte auch, dass es also bei dir nie Differenzen gab, wie mit Brian Redman oder Siffert oder Malgioli oder mit wem der gefahren war, in die Abstimmung des Autos betreffend. Ne? Dass ihr immer so auf dem gleichen... Ecki, ein Porsche 917, wenn du da nicht viel Erfahrung hast, was willst du den Mechanikern sagen? Ja. Ne, der Rolf Stommel ist gekommen und hat gesagt, das Auto liegt nicht, macht mal dies und das. Denn 2 Stunden später ist er auf die Strecke gegangen, wunderbar. Ich sagte dem Mechaniker, hab dann gemacht, nix. Das ist nur Einbildung gewesen. Was sollte ich machen? Und ich war mit allen Fahrzeugen zufrieden. Ich habe das eben gefahren, was da war. Und nicht hab geändert, macht mal dies, macht mal das. Ja, aber Elford änderte ja. Ja, das sind denn eben die Spezialisten. Ne? Das würde einem mein Freund Marco hier Marco auch machen. Aber tüfteln. Du hast doch aber an deinem Formel 2 hast du doch auch getüftelt. Mehr Flügel geben, dies, das, weicher, härter. Ich habe ja auch einen Spoiler von Porsche mal bekommen. Ne? Aber obwohl wir die eigenen hier in Braunschweig mit Ernst Maring getängelt haben, mit der Luftfahrtforschung, aber hat Porsche gesagt, kannst du alles vergessen, nehmen Sie hier ein GVG von GFK von Porsche und dann klappt das. Nein,
es war eben halt, war ich mit allem zufrieden und habe am wenigsten da hereingeredet, wenn ein anderer Fahrer gemeint hat, er muss das besser machen. Ah. Problem hatte ich nur mit der Größe. Vic Elford war ziemlich lang. Und da hatte ich dann Porsche dann aber immer einen speziellen Sitz da, den man während des Boxenstopps wechseln konnte. So eine Sitzschale rein. Eine Sitzschale. Ich weiß noch, wir waren im Werk, haben uns in einen Gipssitz reingesetzt mit, ne, und dann hat das gepasst. Aber wie gesagt, es war für mich der Höhepunkt, der dann 71 endgültig zu Ende war. Ja. Weil es hätte auch für mich keine Zukunft gehabt. Wenn ich habe gesagt zum Jack Brabham, ich sage, was soll ich für euch Formel fahren? Dann bin ich das ganze Jahr weg. Oh. Testfahrten machen, anreisen, dies und das, das war einfach zu viel. So, nun trink erst mal einen Kaffee jetzt. Frag mal her, er hat Durst hier. Marco. Nun lass uns einen Kaffee trinken oder Wasser und dann ist gut. Ja. So, das war Teil 1 unserer neuen Serie Kaffeepause mit, und zwar diesmal mit Ecki Schimpf und Kurt Ahrens. Und weil es so schön war und so lange gedauert hat, wird es einen zweiten Teil geben, den es irgendwann geben wird. Was aber noch wichtig ist, dass all diese Geschichten und natürlich noch viele, viele mehr in einem neuen Buch rauskommen werden über Kurt Ahrens. Das hat Ecki Schimpf geschrieben und das wird wahrscheinlich im Mai erscheinen. Also auch das für euch sicherlich ein Muss. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und bis bald mit dem zweiten Teil.